Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich denke, dass ich das Video Weihnachten hochladen werde, also fröhliche Weihnachten. Ja, ich hoffe, du hast ein wunderschönes Weihnachtsfest und bist mit deinen Liebsten zusammen. Wenn nicht, dann hoffe ich, dass ich dir vielleicht mit diesem Video ein bisschen Herzenswärme geben kann. Ja, denn mir wird gesagt, meine Videos seien fröhlich, auch wenn ich heute nicht die beste Stimme habe. Ja, ich sitze hier im T-Shirt, aber es ist hier unheimlich warm. Heizung ist an, Kerzen sind an, Fußbodenheizung ist an, läuft. Also hier ist es richtig bullewarm. Wo war ich? Ich weiß es nicht, ich habe den Faden verloren. Ja, genau. Auch wenn ich keine Stimme habe, hoffe ich, dass das Video dich ein bisschen unterhalten wird. Aber in diesem Video werde ich nicht allzu viel reden. Ich werde vor allem was essen. Ja, ich habe ungefähr den ganzen Tag jetzt heute Geschenke eingepackt. Auf Instagram, in meiner Story, habe ich die auch alle gezeigt. Ich weiß nicht, ob du mir bei Instagram folgst. Wenn nicht, kannst du das gerne machen. Da heiße ich AIDUIP. Ich blende dir das hier mal ein. Das ist Claudia rückwärts und das P am Ende kam einfach damit zu. Es gab nicht mehr so viele Namen zur Auswahl, denn ich bin noch gar nicht so lange da. Ja, genau. Und um mich ein bisschen zu belohnen, habe ich mir gedacht, was gibt es wohl Besseres, als wenn ich jetzt die Degusta-Box unboxe. Tada! Hier ist das 5-Kilo-Monster. Ja, ich bin ganz gespannt. Ich habe die im Abo, was man jederzeit kündigen kann. Die kostet 14,99 Euro im Monat. Wenn ihr den Gutscheincode, den ich euch hier einblende, verwendet, bekommst du die erste Degusta-Box 7 Euro günstiger. Mensch, wo ist heute mein Kopf? Ich weiß es auch nicht. Genau. Und ja, das steht aber alles nochmal unten in der Infobox. Da schreibe ich euch sowieso immer alle Gutscheincodes und so weiter rein. Meine Güte, es tut mir leid, wenn ich heute ein bisschen verpeilt bin, aber ich bin so aufgeregt und bald ist Weihnachten. Also heute ist Samstag, genau. Und für mich fängt morgen schon Weihnachten an, weil sowohl meine Eltern als auch die von meinem Freund getrennt sind, sodass wir 4 Tage Weihnachten feiern. Wow, ich sage euch das. Das ist immer ein kleiner Marathon, aber es macht Spaß. Ja, so. Dann würde ich einfach mal sagen, ich quatsche schon die ganze Zeit, ohne was zu machen. Ne? Hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, denn dieses Video wird dir Hunger und Durst machen, denke ich mal. Denn in dieser Degusta-Box ist Essen und Trinken drin. Und wenn ich dir hier einen voresse, wirst du auch wahrscheinlich hungrig werden. Also, wie gesagt, hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. So kommt die Degusta-Box immer daher. Man hat ein, ich sag mal, Butterbrotpapier obendrauf, was mit so einem Klebi zu ist. Gebrauchsanweisung, aufmachen, freuen, genießen und teilen. Das mit dem Teilen ist immer eher so eine Sache, würde ich mal so sagen. Und ich stelle es mal eben auf den Boden, denn 5 Kilo ist schwer. So, die Degusta-Box im Dezember 2018 hat höchstwahrscheinlich auch ein sehr winterliches Motto. Also letztes Mal hatten wir ja tatsächlich das Motto Weihnachten und jetzt würde ich vermuten, ist das Motto so Silvester. Also hier steht jetzt kein Motto drauf, aber hier sind 2 Sektgläser abgebildet. Von daher gehe ich davon aus, dass es das Motto Silvester ist. Ja, das hier ist immer das Inlay, wo halt draufsteht, was drin ist und die Preise. Die Preise schreibe ich euch auch immer schön mit rein. Los geht's! Als erstes haben wir hier von Milka Alles Liebe Pralinen. Oh, ich liebe die. Ich habe die schon so oft gegessen. Wir hatten auch welche in der letzten Degusta-Box drin oder in der vorletzten oder so. Das war als Herz. Das fand ich auch sehr, sehr schön. Und jetzt halt, als Kleeblatt. Ich weiß gar nicht, die sind gefüllt mit Dessert au Chocolat, also quasi mit einer Schokofüllung, was ich echt lecker finde. Also entweder Nougat oder so Schokolade oder sowas oder Milchcreme. Das mag ich richtig gerne. Was ich nicht so gerne mag, ist Schokolade mit Früchten oder Obst. Ist das gleiche, glaube ich. Stimmt hier oben mal ab, ob ihr gefüllte Schokolade mit Obst und so weiter mögt oder eher nicht so. Dann habe ich hier von Teekanne einen Tee drin. Caramel Apple Pie. Und oh Leute, es ist die Teetrinkerzeit. Ich trinke zurzeit so viel Tee. Es ist so geil. Man riecht schon den Apfel durch, ja. Es riecht sehr süß und ich denke, dass es auch ein sehr, sehr süßer Tee sein wird, was man gut so, ja, schön vom Kamin trinken kann oder abends halt so, ne? Oder eigentlich den ganzen Tag. Super, ja. Richtig cool, freut mich. So, dann habe ich hier drin von Bärenmarke der Milchschaum. Wie cool ist das denn? Ich habe ja schon mal Sprühsahne gesehen, aber Sprühmilchschaum, das ist ja richtig witzig.
Also normalerweise nimmt man sich halt Milch und macht den mit einem Milchaufschäumer schaumig oder kriegt den direkt aus einem Kaffeevollautomaten so raus. Aber so habe ich das noch nie gesehen. Das finde ich ja total super. Wir haben einen Kaffeevollautomaten und dann kann ich das auf jeden Fall mal probieren. Ich würde gerne jetzt aber irgendwas probieren, denn ich habe Hunger, Leute. Dann haben wir hier meine Lieblingsmarmelade. Wie geil. Glück passiert. Was ein geiles Wortspiel. Glück passiert. Und Glück ist die Marke aus Mango. Mango-Marmelade habe ich noch nie gegessen. Das interessiert mich richtig. Also das sieht auch relativ flüssig aus da drin. Normalerweise ist sowas ja schon ein bisschen fester. Also Brotaufstrich oder Marmelade oder so. Und hier, ich weiß nicht, seht ihr das? Wie sich hier der Füllstand so ein bisschen verändert, ne? Es ist sehr, sehr flüssig. Und ja, da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr gespannt. Glückmarmelade ist total super. Und das hier scheint aber nicht eine klassische Marmelade zu sein, sondern halt was Passiertes. Und ja, da mache ich, oh, da mache ich mir was Schönes von. Da habe ich Bock drauf. Oh, ja. Hier habe ich jetzt etwas, was ich mit meiner aktuellen Halssituation sehr, sehr gut benutzen kann. Dankeschön. Eukalyptus Honig-Hustenbonbons. Ja, die brauchen nicht nur ich jetzt gerade. Ich denke, dass viele von euch auch gerade echt erkältet sind. Also stimmt hier oben gerne mal ab, wer ist gerade erkältet. Ich denke, dass ungefähr 80% der deutschen Bevölkerung aktuell bei diesem Wetter erkältet sind. Dann hat man noch den ganzen Weihnachtsstress und dann schlägt das alles noch viel mehr an. Ja, sehr, sehr geil. Freut mich. Ich habe heute noch zu meinem Freund gesagt, Schatz, haben wir eigentlich noch irgendwelche Halsbonbons oder so? Ein bisschen was haben wir noch. Aber das ist dann die nächste Packung, die auf darf. Und jetzt haben wir ja endlich etwas, was ich probieren kann. Oh, Chio Tortillas Nacho Cheese. Eigentlich müsste ich die gar nicht probieren, weil ich die schon kenne. Und die sind so lecker. Oh ja. So sehen sie aus. Leute, ein Fest für mich. Ja. Ein bisschen ASMR. Habe ich mir auch mal angehört. Wirkt bei mir nicht so. Also, das soll ja mehr oder weniger machen, dass das Gehirn so ein bisschen abschaltet, dass du quasi so eine Art Kopf-Gehirn-Massage, wie auch immer, bekommst, eben durch Geräusche. Finde ich super interessant. Wirkt bei mir leider nicht so. Was ich mir letztens mal angeguckt habe, oder angehört habe vielmehr, weil mein Freund mir das empfohlen hat, war ein Glossybox Unboxing ASMR. Und das war richtig cool. Also das war mal was richtig anderes. Aber ja, wirkt bei mir leider nicht so entspannt, wie es sollte. Ein Chip geht noch und dann geht's weiter. Dieses Produkt verwirrt mich jetzt, weil ich eigentlich die alkoholfreie Variante der Degustabox bestelle immer, beziehungsweise abonniert habe. Das kann man nämlich anklicken. Und jetzt ist hier ein Wein drin. Naja, Blanchet Mello Trocken. Das ist, glaube ich, ein Rotwein, wenn ich das richtig sehe. Ja, also wird bei uns entweder zum Kochen verwendet oder unseren Gästen angeboten, aber wir selber trinken sowas halt nicht. Ja, weil wir nicht so gerne Alkohol trinken. Und ja, so ist das halt. Aber der ist mit dabei, finde ich ganz interessant, dass auch eine Weinflasche richtig mit drin ist. Ich finde es sowieso super interessant, dass solche Weinflaschen oder Glasflaschen überhaupt den Transport überleben. Das liegt daran, dass die Degusta-Box die Sachen auch unheimlich gut verpackt. Also das muss man wirklich sagen. Du hast eine Chipstüte zusammen mit einer Weinflasche und vielen anderen Dingen da drin. Und es liegt an der wirklich guten Verpackung. Da mal ein dickes, dickes Lob an euch. Naja, ist jetzt mit dabei gewesen. Brauche ich eigentlich nicht. Ich glaube, ich habe echt die falsche Box bekommen, denn hier habe ich jetzt auch noch zwei Bierflaschen mit drin. Und das scheint sogar Starkbier zu sein, denn das hat 6,6 und 6,5 Umdrehungen. Ich glaube, normalerweise ist es knapp 5% oder so bei Bier. Naja, wird auf jeden Fall weitergegeben. Ich trinke sowas nicht, mein Freund trinkt sowas nicht. Ja, ne? Das hier ist jetzt auf jeden Fall Leffe Bier, kenne ich nicht. Einmal blond und einmal brün. Also ich denke einmal Dunkelbier und einmal halt helles Bier.
Ja, ich denke, dass am zweiten Weihnachtstag, wenn wir Gäste bekommen, die anderen Tage sind wir nämlich unterwegs, sich unser Besuch mal darüber freuen wird, wenn die mal was ausprobieren können. Oder wir nehmen es Heiligabend mit, da sind wir bei meiner Schwiegermama in Spee. Ja, die sind auch immer sehr experimentierfreudig. Mal gucken. Ja, war auf jeden Fall mit dabei. 2 Flaschen Bier. Yay. So, das nächste Produkt ist leider auch ein Produkt, was wir so nicht brauchen, weil wir halt keinen Filterkaffee bei uns machen. Das ist Melitta-Kaffee des Jahres. Welcher ist denn das? Hat keinen Namen in der Stärke Nummer 3. Ja, Rainforest Alien Certified, das ist natürlich auch ganz gut. Sowas finde ich positiv. Melitta-Kaffee mag ich auch sehr gerne, trinken wir auf Arbeit auch immer. Der kommt bei uns immer in die Maschine. Ja, ne? Ist halt. Eine Probiergröße würde ich jetzt mal sagen, 100 Gramm Kaffeepulver. Wir hatten mal Kaffeebohnen drin, die waren richtig gut, die haben mir auch sehr gut gefallen, weil wir so einen Kaffeevollautomaten haben, den ich mal geschenkt gekriegt habe, sagen wir es mal so. Und ja, genau, das war jetzt auch mit dabei, wird weiter wandern. Kann ich jetzt auch leider gerade nicht probieren, aber das hier kann ich probieren. Tata, das letzte Produkt, was mit in der Box war. Minis Black and White von Brandt. Das ist Zwieback. Und ich denke, weil das halt so schwarz und weiß ist, das erinnert mich so ein bisschen an Oreo-Kekse, ne? Probieren wir das mal. So sehen die aus. Hier vorne hast du quasi weiße Schokolade und hinten ist das Zwieback mit Schokolade getränkt. Also das ist jetzt nicht, dass es auffliegt, sondern dass es quasi in dem Zwieback schon drin ist. Und jetzt probieren wir mal. An dieser Stelle hätte ich gerne was Antialkoholisches zum Nachtrinken. Könnte jetzt Milchschaum trinken, aber nein. Leider nein, leider gar nicht. Naja, die schmecken mega gut. Mega gut. Ich habe keine Ahnung und ich will auch nicht drauf gucken, wie viele Kalorien da drin sind. Sowas interessiert mich ja gerne nicht. Ja, interessant, lecker, süß. Erinnert schon so ein bisschen an Oreo, gemischt mit Zwieback. Love it. Ich fand es richtig lecker. Mega geil. Also das kann ich euch empfehlen, das einfach mal nachzukaufen, weil wenn du auf Schokolade stehst, sei es auf dunkle Schokolade oder auf weiße Schokolade, ist dieses Produkt etwas für dich. No, das ist richtig lecker. Ich glaube, ich habe noch irgendwo Zwieback. Und da das halt Schokozwieback ist, habe ich Angst, dass ich gleich hier mit schwarzen Zähnen vor euch sitze. So, ihr Lieben, das war jetzt die Degusta-Box aus Dezember 2018. Ich finde sie im Prinzip gut. Andererseits habe ich ja eigentlich die alkoholfreie Variante. Deswegen ist es ein bisschen schade mit dem Rotwein und den Bierflaschen. Da hätte ich lieber, keine Ahnung, alkoholfreien Wein zum Beispiel gehabt. Das gibt es ja auch. Hätte ich mich mega drüber gefreut. Ja, so habe ich auf jeden Fall was für unsere Gäste. Ich blende euch hier mal den Gesamtwert der ganzen Produkte ein, die hier drin waren. Ich tippe auf jeden Fall dieses Mal auf so 25 Euro, würde ich sagen, weil doch relativ, ja, hochwertige Produkte drin waren. Ich denke, der Wein ist auch nicht so unbedingt günstig. Ja, mein Highlight-Produkt ist auf jeden Fall die Glückmarmelade und ja, die Chips, ne? Oh, yum. Vielleicht kann man das sogar zusammen essen. Mal gucken. Da werde ich mir heute Abend mal was überlegen. Ja, auf jeden Fall würde ich jetzt einfach mal sagen, ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich mega drüber freuen. Ja, ansonsten würde ich einfach sagen, wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Wunder, wunder, wunderschöne Weihnachten. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Unboxings, meine Abo-Boxen, hier unten meinen neuesten Upload. Und wenn du möchtest, kannst du mich auf dieser Seite einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!